In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. So, ihr Lieben, wir haben uns jetzt fertig gemacht, haben gefrühstückt. Ich bin jetzt hochgekommen mit Lina, ich musste mich noch mal rasieren. Also seitdem ich mich epiliere, ich bin nicht so zufrieden, so hundertprozentig. Ja, ich creme jetzt meine Beine ein. Und danach wollten wir auch in die Stadt. Eigentlich wollten wir eine Schiffstour machen. Dann wurde uns gesagt, 7 Stunden ist zu viel mit dem Kind. Haben uns der Taxifahrer gesagt. Also der meinte, der andere Taxifahrer hat das schon nur empfohlen, weil das 45 Kilometer entfernt ist. Dann kriegt ihr 200 Taler und dann auch nochmal 180 Taler fürs Schiff zahlen für 3 Personen. Er meint, das lohnt sich nicht. Ja, deswegen wollten wir an den Strand. Und der Strand hat momentan nur schlechte Bewertung, weil es zu dreckig sein soll da. Das ist so ein nicht ein Sandstrand, sondern so ein mit Steinen halt, ne? Ja, deswegen wollen wir jetzt ins Einkaufszentrum ein paar Sachen kaufen. Und später kommen wir dann hier hin, schwimmen. Danach, denke ich mal, schlafen wir, essen wir und danach fahren wir wieder abends in die Stadt, wo wir gestern waren. Genau. Ich hoffe, der Vlog wird euch gefallen und ihr habt Spaß dabei, wenn wir euch jedes Mal mitnehmen. Ich finde, wir haben jedes Mal neue Eindrücke und das ist auch gut so. Dann wird es nicht zu langweilig. Ich kenne nämlich einige Urlaub-Vlogs, die sind sehr, sehr langweilig. Nur im Hotel und langweilig einfach. Also, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Vlog. So, ihr Lieben, wir haben jetzt doch einen Strand gefunden. Also so einen Sandstrand. Und ja. Da werden wir auf jeden Fall jetzt hinfahren. Wir haben uns auch schon fertig gemacht. Und ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Also wir haben jetzt 2 Taschen gepackt, Getränke reingetan. Gleich 320. Ja. Danach kommen wir eh nach Hause. Also hier hin. Du willst das nicht in die Kasse tun? Tu das doch in die Kasse. Und dann heulst du rum, wenn was passiert. Idiot. Faule Kuh, ey. Ja, genau. Wir wussten jetzt nicht, ob man sich da umziehen kann. Deswegen nehmen wir das mit. Schatz, ich nehme auch hier Shampoos mit für die da hier. Oh, die Reinigungsfrau. Weil wir jetzt Trinkgeld gegeben haben. Hat sie voll viele Shampoos da gelassen. Also die sind perfekt, das sind so Conditioner. Das werde ich jetzt trinken mit. Ich nehme die hier mit, ne? Oh, nimmst du alles? Nein, das ist also eins für dich, eins für mich, eins tu, für dich. Nein, tu hier auf Seite, klar. Hier? Ja. Warte, nimm deine Schappe. So, ihr Lieben, ich nehme euch auf jeden Fall mit, wir sehen uns dann gleich. Ha. So, ihr Lieben, wir sind jetzt da. Schaut mal, wie schön. Da. Schaut mal, wo wir drin sind. In so einem Häuschen. Richtig schön. Sonnensicht da. Ist nicht schlimm, aber egal. Und da oben kann man sich auch hinlegen. Hätten wir das vorher gewusst, wären wir früher gekommen, ne? You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. And that's what made me fall in love. Cause you. Crazy.
Käse und Zeytin. Wasser gibt es auch auf jedem Tisch. Und Lina ist schon am Essen. So Leute, wollt ihr sehen, was die Dame bestellt hat? Und die redet immer von abnehmen, abnehmen. So. Ein 10 Meter Dings. Ja, so. So, bitteschön, lass dir schmecken. Ey, in Deutschland sind die wieder so. Fang doch an. Ja, hier sind wir nicht aber in Deutschland. Das ist schon stimmt, Leute. Zu meiner Verteidigung. Schatz, soll ich mit dir? Aber die ist echt dünn, ja? Wie dieses Ding von Zigaretten, wo du Zigaretten selber gewählt hast. Naja, lass dir schmecken. Ich zeige, dass ich aus Deutschland komme. Da kommt auch. Nehm einfach so in den Mund. Ist das deins? Das hat sich gerade voll pervers angehört. Nehm einfach so in den Mund. Also probier mal. Ess du erst mal. Und wie schmeckt? Deine Augen sind am Tre... Hast du gerade geweint? So ihr Lieben, ich habe auch ein Adana bestellt, aber mein Adana sieht nicht so lecker aus. Naja, man muss ja probieren, ne? Also in Deutschland, Teller sieht auf jeden Fall voller aus mit Reis, Tomaten, Zwiebeln und so weiter. Aber naja, ich meine Salat, ja. Aber hast du ja doch hier. Das stimmt. So, wir sind jetzt nach Hause gekommen, haben was unten getrunken in der Bar. Lina hat seit einer Stunde oder anderthalb Stunden Bauchschmerzen. Wir haben ihr jetzt ein Schmerzmittel, also Saft gegeben gegen Schmerzen. Ne, Schatzi? Hier hast du Schmerzen, ne? Ja. Ja? Da? Wo? Wo hast du Schmerzen? Mama. Zum Istchen. Okay. Hier, Schatz, hier. Die soll nichts Kaltes trinken. Ah, hast du es halt? Kalt an dem Cottage. Ah, fertig. Okay. Soll ich deinen Bauch weiter massieren? Okay. Guck mal, nur Wasser. Hörst du das? Ja. Willst du Peter? Wo hast du Schmerzen? Ah. Lina, hast du Hunger? Ja. Er erschiert. Hunger? Er erschiert. War nie gut. Papa, was? Pampers? Keine Ahnung, was der will. Warte, soll ich machen? Mama?
Schippe. Ja, werden wir essen. Ja, guck mal. Ah, das kannst du essen. Warte, kack. Hey, der hat mehr reingetan. Oder hat er das klein geschnitten? Ja, der hat es klein geschnitten. Hat er erst, glaube ich. Nein. Ich glaube, der hat mehr. Hat ich. Ach scheiße, die haben ihre Hände nicht sauber gemacht. Warte, warte. Ah ja, Mann. Warte, warte, machen. Kreuztücher. Ja, warte, warte, ich muss kurz seine Hände sauber machen. Ja. Hier, nein, nein. Das machen wir gleich, ja? Die Katze gestreichelt. Zeig mal deins. Und hier zahlst du nicht mehr als 50 Liter, ne? Das sieht auf jeden Fall nett aus. Fest sie jetzt nicht mehr an. So, ihr Lieben, schaut mal, da ist eine Schildkröte. Voll süß, die hat sich jetzt versteckt, weil die Angst bekommen hat, weil wir dahin gelaufen sind. Und hier ist ein Hundehaus. Voll geil. Wenn es zu heiß ist, dann könnt ihr sich die Hunde da reinlegen. So, ihr Lieben, wir sind jetzt draußen spazieren. Wir laufen einfach den Weg geradeaus entlang vom Hotel aus. Wir wollen jetzt nicht wegfahren, weil Lina schläft. Und ja, bei dem Wetter tut es bestimmt sehr, sehr gut zu schlafen. Und hier sind so viele Häuser. Das sind alles Hochhäuser. Und die Straßen sind echt voll. Also hier fahren nonstop Autos. Was wolltest du erzählen? Ich meine, was kann man noch erzählen? Was denn? Wir haben heute nicht viel aufgenommen, weil wir einkaufen waren. Dann. Auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Stadt. Man kann so vieles machen. Also so viel ich bereue erleben. Das echt, dass wir nur 7 Tage gebucht haben. Weil also wir wollten weniger morgen als 14 Tage, 10 Tage lohnt sich nicht hier in Antalya. Wir wollten eigentlich morgen zu den Delfinen. Es gibt so eine Delfinshow, wo die Delfine dich küssen, wo du mit denen schwimmen kannst. Aber das ist jetzt viel zu kurzfristig. Und ja, deswegen werden wir sehr wahrscheinlich morgen ins Aquarium fahren. Ja. Und wir müssen morgen noch ein paar Kleinigkeiten erledigen, deswegen schaffen wir leider nicht. Also schaffen wir, ja, aber weil das geht von 11 bis 15 Uhr. Und wir müssen uns um 8 Uhr, spätestens 10 Uhr schlafen legen, weil wir um 4.30 Uhr schon wieder aufwachen müssen. Und wir müssen noch die Koffer packen. Obwohl, das geht schnell, das ist ne? Am schlimmsten. Aber das geht schnell. Wir haben ja nicht mehr so viel wie. Diese hinfliegen, so schön. Aber zurück, diese zurück, Arbeit. Zurück, du willst einfach nur die Sachen reinschmeißen und einpacken und tschüss, weg von hier. Oh, geiles Auto. Allah, gar nichts. Vor allem, weißt du, was scheiße ist, Leute? Dieses, die ganze Wäsche danach war. Viel Spaß. Thank you. Du musst zu Hause. Und du hast noch Glück, schlimmer, dass zu Hause sauber ist. Noch schlimmer, du musst dann einkaufen gehen, weil du nichts mehr zu essen zu Hause hast. Das ist und dann nochmal 100, 200 Euro ausgeben für den Einkauf. Also auf jeden Fall, erster Tag bestellen wir Pizza oder irgendwas, Nudeln. Ich glaube, wir werden den ganzen Tag nur zu Hause liegen, Wäsche anschmeißen und nichts tun. Und danach einkaufen und die anderen Sachen zu erledigen. Einkaufen und Briefe, machen. Briefe. Ui, 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 ui. Briefkasten ist jetzt 100% voll. Full. Das Gute ist, wir hatten einen Feiertag am Donnerstag, da haben wir nichts bekommen. Und Montag kriegen wir auch nie Post. Also nur von 3 Tagen können wir Post haben. Und natürlich, wir freuen uns. Scheiße. Naja, ich hoffe, der Freund von uns hat nicht die Wohnung auseinandergenommen. Ja, hoffentlich. Guck mal, was der auf dem Balkon kleben hat. Was ist das? Vögel, Schmetterlinge.